Yolle, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video Double Dab of the Haters, meine Freunde. Kilian, ganz kurz, was hast du denn da für Schuhe an? Zeig mal. Was ist denn das? Yeezys, Alter? Krank, Reebok, Alter. Reebok Classic. Okay, heftig, heftig, krass, aber okay. Leute, weil ich keinen Bock mehr habe, momentan diese ganzen Modelreacts mir anzugucken und ich einfach gedacht habe, okay, Kilian, was können wir noch machen? Weil ich jetzt auch teure Klamotten trage und deswegen dann nicht mehr machen kann. Richtig, ganz genau. Ich bin immer noch wieder unterwegs, gut. Leute. Hab ich mir, boah, Bruder, ich bin auch Fashion-YouTuber. Warte, ich muss kurz. Bizeps flexen. Fashion-YouTuber. Nee, ich bin aber Fashion-YouTuber. Warte, ich muss kurz. Wir haben heute das innovative und krasse Format YouTuber und Outfits erraten. Ich weiß auch nicht genau, wie es mit meinem Kanal so schnell bergab gehen konnte, Kilian. Aber ich würde sagen, da du dabei bist, ist es einfach an der Zeit, das Niveau ein bisschen runterzuschrauben. Man kennt das. Gerne. Jordi Kalus sitzt hinter der Kamera. Hi. Sag mal, ein bisschen motivierter. Wow, yeah, ich hier. Hi, yeah. Noch ein Depp auf die Oh, yeah. Jordi zeigt uns Outfits, wir müssen erraten, wer es ist. Ich nehme an, dass Kilian hier 15:0 gewinnen wird, denn Kilian macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf Instagram hängen, um sich Bilder von Jungs anzugucken. Und Frauen. Ja, Frauen eher selten, aber das ist ja auch egal. Du kannst ja machen, was du willst. Ich verurteile dich ja dafür und nicht. Okay. Ja, du musst uns gleichzeitig schon zeigen, ne? Bild. Montana Black. Okay, das war stimmt. Montana Black. Digga, Montana Black. Da seine Kette, Digga. Seine Bomberjacke. Da fehlt, ich hab das Bild gesehen, hab den hier gehört. Yeah! Weißt du, Digga, ich sehe das Bild und höre seine Lache. Ach, mach was? Yeah! 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 Ich dachte, ich gewinne das Ding zu null, okay. Okay. Was haben wir da? Krappi. Ja. Fuck, woran erkennst du Krappi jedes Mal, Digga? Weil KS und Krappi rocken momentan nur noch Off-White. Echt jetzt? Ja, ja. Krappi hat vorhin Insta-Story gemacht, 4000 Euro shoppen gewesen, nur Off-White gekauft. Jungs, was ist mit, ey Jungs, KS, Krappi, warum? Hört doch auf damit. Leute, Weekday oder so, hä? Aber man muss auf jeden Fall noch korrigieren, ey, ich habe mir die Schuhe nicht gekauft, wenn nicht, dass die Leute denken, ich habe nur Scheiße erzählt in den letzten 5 Fashion Reacts. Doch, hast du. Machen wir weiter. Krappi und KS. Falsch. Nee. Marcel Skorpion, KuchenTV und... Nein, das ist, Miguel nicht Pablo? Ja, und Meheracay. Nee, Mirko Rosic. Was? Nee. Kenn ich nicht. Hä? Müssen wir beide richtig erraten? Ja, beide. Ist der Denergy dabei? Nö. Nein. Boah, das Simon ist... Will. Nein. Boah, die haben dieselbe Hose noch an. Oh mein Gott. Sind es die Lochis? Nein. Das sind ja Zwillinge, muss der gleich sein. Ja, eben. Lisa und Lena. nee, Quatsch. Isa und Dena vielleicht. Isa und Dena, nein. Ey. Boah. Ciao. Krank weiß ich. Wer hat das rausgesucht? Thomas? Ja. Ja, okay. Boah, das ist... Nein, warte. Gib Tipps. Jetzt nach und nach. Das sind so zwei, die sind ein bisschen anders. Was heißt anders? Sascha und Dima. Anderson und Wilson. Nein. Anders. Im Sinne von, ich will nichts Negatives sagen, aber ich meine was Negatives. Bisschen... Was meinst du mit... Ich kann mir jetzt nichts Negatives sagen. Morgen Promi Flash, Jordi Calusi, Frank Lex Theory. Ich weiß es nicht. Lass einfach nein, nein, gib Tipps. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Einen davon. Okay, kann ich nicht sagen. Okay, das darf Thomas nicht rein, aber einen davon mag ich nicht. Gar nicht. Ich mach einen Scorpion dabei. Nein. Tanzverbot. Nein. Ich weiß nicht, wer ist es? Leon und Apo. Leon und Apo. Richtig, Digga. Die haben gestern das beschissenste Video gedroppt, EU West. Echt jetzt? Was 24 Stunden Shisha rauchen. Oh, wow. Digga, 24 Stunden Krebs-Challenge. Ja, moin! Davon bist du, glaube ich, einfach nur eine Person. Weil es sind. Sascha. Riso! Joey? Ja, also ja Digga, ich hab mehr auf dem Bild erraten als du, also geht der Punkt an mich. Wer war's jetzt? Ja, Rezo und. Das war so ein Dreierbild, die haben doch Weihnachten. Ja, ich hab auch einen erraten. Ja, dann bekommst du einen Punkt und ich bekomm zwei Punkte oder so. Du kriegst drei, du hast drei erraten, aber du hast Rob gesagt, also kriegst du Minus, also kriegt keiner einen Punkt. Aber Rob war ein Tag später, Keiner kriegt einen Punkt, tut mir leid, ich stehe immer noch 1:0, Bruder. 1:1, weil ich hab doch Krabi, doch, ich hab Krabi. Ja, stimmt. Dran. Stimmt, 1:1. Okay, zeig. Miska Wasser. Miguel Pablo. Ja. Was? Ja, Supreme Shirt, Versace Kette. Oh, ich habe nur Versace Kette gesehen, ich dachte Miska Wasser. Ja, ist safe. Der ist nicht essen auf dem Trip, ne? Doch, Miska Wasser ist noch bei Versace unter Vertrag. Ja? Aber wie hast du dieses Supreme Shirt? Das ist so ein blaues Shirt und man sieht so ganz kleines Level und Supreme Shirt. Ich guck halt voll viele, also for real, ich guck voll viele Fashion Pack Openings von anderen Leuten, um einfach zu gucken. Ja, weil du halt selber ein Opfer bist. Mach nee, einfach um zu gucken, ja, was das komm, ist. Ja, komm, es reicht. Simon Desi. Sascha. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Diese Jacke, doch, die war bei uns im Video sogar drin, diese blaue Jacke. Ja, ach was. Junge, hast du... Wellenstein, fotografisches Gedächtnis. Junge, du bist einfach ein Autist, was das angeht. Das Ding ist halt nochmal, du guckst echt den ganzen Tag, checkst du Insta-Feeds aus, du machst nichts anderes. Boah, ohne Spaß, ich bin schon viel in Instagram. 90% deiner Time ist Instagram-Spend, wirklich.
Essen. Essen. Essen, Alter, nice. Hier. Okay. Das wird mir ein bisschen länger dauern. Mirella. Ja. Echt? Ja. Nee. Doch, Latzhose habe ich gesehen. Ich habe gesehen, Latzhose Mirella. Guck, nee. Da ist sie. Okay, ich weiß. Aber sie flext einfach mit Off-White-Handtasche. Off-White, Digga. Aber wie kombiniert auch Streifen-Oberteil mit aber Streifen gut, ne? Okay, warte, ich mach weiter. Upred. Ich war zuerst mit Upred. Das zählt ich war zuerst mit Upred. Jolie muss es uns ich zeigen. Ich war zuerst mit Upred. Ich war zuerst mit Upred. Von welcher Marke ist die Jacke? Supreme. Ja, weiß ich auch. Ja. Gib wieder keinen Punkt. Was ist da los? Ne, Essen ist in einer Minute erst da. Hallo meine Lieben. Ja, überleg mal, schau mal, wenn wir jetzt Punkte zusammenzählen, 3-1, Digga. Wieso? Wen habe ich geklärt? Mirella und Red. Red gezählt nicht. Kilian, nein. Lass mir diesen verfickten Vorsprung, Alter. Du erreichst, du errät gleich eh alles okay, wieder durch. Also, 3-1. Hör mal auf, jetzt hier den Konten zu schieben, Digga. 3-1. Und gönn mir das doch mal. Okay. 3-1. Aber jetzt gibst du Jody wieder das Handy. Ja, okay. 3-1, Bro. Paola. Echt ich hab, jetzt? Weißt, also, ich hab ja nicht mal was gesagt. Sorry, aber ich hab's in ihren Brüsten erkannt. Der Punkt geht man ja nicht. Ich sehe die Brüste nicht mal. Doch, ich sehe ihre Brüste, ich sehe ihre Haare, ich weiß nicht. Ich wäre jetzt auf Shireen David gegangen. Ja, aber ich kenne Paolas Körper in Form. Wie er sich gerade rechtfertigen muss. Ich muss mich rechtfertigen, weil Paolas Körper ist schön. Okay, nimmst du die Brüste? Ah, passt auf uns! Ja, Mann! Das ist mein Bro, den kenne ich auch, Alter. 4-2, okay. Digga. Ja, go. Er hat dieses Outfit einfach reingemacht. Warte mal, stopp. Was ist bei Thomas los gewesen? Thomas, Digga. Kurze Frage an dich. Wieso hast du dieses Outfit gewählt? Warum bist du hingegangen, hast Tanzverbot im BH genommen, Digga? Ich weiß ja nicht, was du so private machst, aber... Thomas, du bist ein geisteskranker Typ. Thomas, ich kann dir Tanzverbotsnummer besorgen. Nur hast du sie? Nee, aber ich kann es besorgen. Er folgt mir auf Insta und auf YouTube. Hallo, ich schreibe ihn einfach an und so. Okay, machen wir weiter. Shireen, Dave. Nein. Danke, Bi. Ja. Oh. Das war Echo, oder? Nein. Nicht? Doch, zeig nochmal. Tim Gabel. Nee. Nein. Lochmann. Nein. Heiko Roman Nein. Lochmann. Nee. Emra. Nein. Zeig nochmal. Das ist echt ganz schwierig. Wer trägt sowas? Outfit. Toni Pirosa. Nein. Sebastian Kluge. Nein, safe nicht. Wer trägt sowas? Das ist echt... Das ist schon ein Typ, ne? Ja, muss ja. Aber... Boah. Für Tim Gabel nicht breit genug. Aber Tim Gabel würde es auch so anziehen. Rollkragenpullover ja, aber so Jackett. Also wenn ihr das wisst, dann ist Rollkragenpullover richtig typisch für ihn. So ein richtiger Allmann? Wer trägt einen Rollkragenpullover, Alter? Das ist so, also wirklich, ihr denkt so ja. Nicht breit genug, aber auch. Kennen wir die Person? Ja. Sehr gut. Beide? Ja. Kennen wir die beide? Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, aber du auf jeden Fall. Ist es Turbo? Aber du weißt, wer es ist. Ist es Turbo? Nein. Turbo trägt doch keinen Rollkragenpullover. Digga, ich bin ohne Scheiß. Hä, ist das Wodka Bull? Das ist ein Eistee, Alter. Das ist ein geistig behindert oder so, Junge. Hä, direkt, das Wodka Bull kann ich haben? Alles okay. Weg. Ey, ohne Spaß, ich hab keinen Plan, wer das ist. Ich auch gar nicht. Es steht 4-2, ne? Denk mal ein bisschen drüber nach, wer so ein bisschen einen Fashion Sense hat in Deutschland. Sascha. Nein. Macht aber auf YouTube nichts mit Mode. Bisschen schon. Dima. Nein. Okay. Boah, Digga, das ist ultra schwierig. Julienko? Nein. Nein. Bibis Beauty Palace? Nein. Das ist ein Typ, Mann. Bist du dumm? Wer trägt einen Rollkragenpullover? Ja, löse einfach. Richtig typisch. Löse auf, bitte. Hat auch ein schönes Auto. Sammy Simani. Ja. Ah, da kommt doch kein Mensch drauf. Der macht doch gar kein YouTube mehr, oder? Natürlich, Digga. Boah, ich fühle gerade so krank, Alter. 5-2. 5-2, ne? Vor allem, ich habe ihn letzte Woche einfach 6-1 auseinandergenommen. Ja. Okay. Beiden müsst ihr sagen. Und wer zuerst beiden Namen richtig hat, der hat gewonnen. Aria. Nein, Revi und Aria. Nee. Doch. Immer noch. Revi und... Jay. Revi und Jay. Revi und Aria ist richtig. Ja. Digga, das ist ja... Thomas! Digga, Thomas, was ist mit dir los, Alter? Das hat's verbunden jetzt sowas, Digga. Was ist auf meinem Instagram das Bild? 6-2. Digga, glatt Rasur. André von A-Crime. Nein. Jan von A-Crime. Nein. Abdel. Nein. Was ist das für ein Pullover? Was ist das für ein Hintergrund, die Straße? Nicht da. Sascha Hellinger. Ja. Stimmt. Ja, weil Sascha trägt, das ist von Obey, den haben wir uns beide gekauft, den Pullover. Emra. Emra, ja. Nee. Doch, die Jacke, die hat dann deinen Geburtstag. Emra, nee. Nee, auf gar keinen Fall. 6-4, die hat an deinem Geburtstag angehabt und hat mir sogar erzählt, wo er die gekauft hat. Okay, Kilian, krank, du hast verloren, Mann. Gegen den heftigsten Fashion-YouTuber von allen. Ich habe gerade gelernt, wie man seine Oberarme hochrollt. Ja, aber Digga, wir haben noch ein Video. Es gibt auf jeden Fall noch Revanche, Alter. Hä? Ja, willst du jetzt gerade auf dein Video anspielen? Ja. Leute, es gibt kein Video bei Kilian zu sehen. Lasst einen Daumen nach oben, da haut rein, schaut schon.